Herzlich willkommen zurück zu Sniper Ghost Warrior 2 Siberian Strike. Und es gibt ein kleines Problemchen, also wirklich sehr kleines Problemchen. Ich habe gerade eben schon einen Teil der nächsten Folge aufgenommen, vielleicht eine Minute oder so. Und dann habe ich gemerkt, dass ich Fraps gar nicht gestartet hatte. Ja, das ist peinlich, das gebe ich zu. Deswegen fehlt jetzt hier circa eine Minute des Spiels. Es war aber bloß, ich habe noch ein paar Typen da unten abgeknallt und das war's eigentlich. Und jetzt, ja, genug drumherum geredet, bloß, dass ihr euch nicht wundert. Weiter geht's. Bis jetzt hier vier an den tragenden Elementen, sollte Nevsky und seine Wächter hier begraben. Mach dich bereit, mir Deckung zu geben, wenn das Feuerwerk startet. Wo ist der eigentlich? Wo ist der? Scheiße. Ты что делаешь? Мы обыскались уже. Эй! Какого черта? Тревога! Greyhound, Status? Status ist im Arsch. Mach die Ladung scharf. Nein, erst evakuieren. Keine Zeit. Diaz. Sealand kommt. Greyhound, kommen. Alles gut hier. Wo ist Nevsky? Wo denn? Ah, da. So, den einen Wächter haben wir. Da ist der Chef. Ah, das war knapp. Ziel eliminiert. Absolut geil, Sandman, aber wir brauchen noch Somovich. Ich muss die Fabriken erreichen. Ich gebe die Dächer. Wir sehen uns dort. Jack, pass auf dich auf. Wahrscheinlich wird Verstärkung eintreffen. Alles klar. Hui, hier geht's ja ganz schön ab. Das freut mich. Jetzt haben wir also den ersten von diesen drei großen Chefs da erledigt. Wow. Huch, irgendwas hat mich gesehen. Ach, eventuell die fünf Typen da drüben. Lauf, lauf. Komm schon, beweg dich. Fuck, sie sind bereits hier. Wer ist hier? Da drüben sind halt welche. Kommen die hierher, oder was? Das finde ich jetzt aber gar nicht witzig. Der eine ist gerade so gerannt. Sind da drüben noch mehr? Oder sind die mittlerweile alle auf dem Weg zu mir? Irgendwo ist noch einer. Da unten. Ha! Huch! Habe ich das gemacht? Tja, gleichzeitig Kopfschuss und was explodieren lassen. Das ist wahre Kunst. Wo sind jetzt die anderen Säcke hin? Vielleicht habe ich die jetzt auch alle, ich weiß es nicht. Cool. Ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger mich hier fortbewegen. Genau deswegen. So, da ist das Spiel gerade abgestürzt. In letzter Zeit klappt es bei meinen Spielen, beim Aufnehmen hier nicht so. Irgendwie alles am Abstürzen, am Rumlecken oder sonst was. Traurig aber wahr. Gott, der mit. Ach, da hinten ist der Sack. Na, wo bist du? Hä? Was ist denn der? Bin ich blind? Ach, da. Nein. Nix da. Noch einer? Nee, gerade nicht. Echt ein bisschen aufpassen hier. Sandman, beeil dich! Feindliche Scharfschützen in meinem Einsatzbereich benötigen Unterstützung von oben! Tschüss! Mach dir nicht ins Hemd, ich bin schon unterwegs! Diaz, jetzt stell dich nicht so an wegen den paar Scharfschützen.
Der Sandman ist schon da, keine Angst. So, wo sind denn deine? Da ist einer. Ah. Lass uns nicht trödeln. Hab ich den? Er schießt nicht mehr, daher vermutlich schon. Hä, wo? Wo denn? Hä, Alter! Was schießt er auf mich? Lass uns nicht trödeln. Ja, ich trödel ja nicht, aber ich sehe den Typ nicht. Ah, da. Boah, aber ist von hier auch nicht so leicht. Hey, 600 Meter fast. Nee, über... Nein, 700 Meter. Boah! Jawohl. Lass uns nicht trödeln. Irgendwo ist hier noch einer. Und der ist ziemlich schießwütig. Au. Wo denn? Ich sehe den echt nicht. Da. Verdammt. So, der sollte uns nicht nochmal treffen. Dann wird es nämlich irgendwann eng. Was, da ist noch einer? Das ist ein Witz sein. Au. Alter, das gibt's doch nicht. Wo sind die ganzen Säcke? Lass uns nicht trödeln. Jaha. Ich kann schlecht auf was schießen, was ich nicht sehe, oder? Okay, wir sind klinisch tot. Da ist auch noch einer. Jetzt. Warum lade ich eigentlich nach? Es bringt mir hier, es ist halt, das ist genau der Unterschied zwischen Experte und normal. Man kriegt einfach nicht angezeigt, wo die Gegner sind. Lass uns nicht trödeln. Ja, wenn du mir mal sagst, wo noch welche sind. Ah, du lebst noch. Haha. Scharfschützen kaltgestellt. Sauber, aber es ist noch nicht vorbei. Somovic versucht abzuhauen. Ich werde mir ein Auto schnappen und ihn abfangen. Du bringst dich in Position. Pronto. Alles klar. Pronto, mi amigo. Das war jetzt eine Mischung aus Italienisch und Spanisch, aber was soll's. Oh, Medikit. Sehr gut. Und Munition. Noch besser. Und ein Geheimnis. Was für ein geiler Raum. Kommen wir da durch? Nein. Und dann halt hier entlang. Hinauf. Höh, und jetzt? Ach, dahin. Ah, das Kabel scheint stabil genug zum Klettern. Wie? Nee, oder? Ah. Ich glaube, ich habe es mir doch überlegt. Ich werde doch kein Scharfschütze. Das mache ich nicht. Gott sei Dank musste ich das gerade nicht selber machen, das hätte ich nämlich nie und immer hingekriegt. So. Mann, was für ein Ritt. Greyhound, bin gleich da. Jetzt geht's mal wieder in ein Haus rein. Oh, auch sehr schön. Hallo. Es ruckelt gerade irgendwie ein bisschen. Bäh. Alter, was sind das für Mega-Ratten? Ist ja widerlich. Wir kommen in kaum eine Tür rein, glaube ich, in diesem Spiel. Wir nennen es ja schon offen. Das finde ich sehr cool, dass wieder Schnee hier reinweht. Und auch die Sonne hier. Hat schon nette... Oh, das sieht geil aus hier. Hat schon nette Elemente, finde ich. So. Gleich sind wir da. Ich laufe mal trotzdem ein bisschen langsamer. Zur Sicherheit. Hier scheint nichts zu sein. So. Ah,
Cool. Alarm für Cobra 11. Juhu, mal wieder können wir uns einen einzelnen schnappen. Typ. Diaz, mehrere Feinde nähern sich dir. Antworte! Oh, Ziel auf Sabovic, schnell! Ich sehe den kaum. Hier ist so hell, ich sehe den echt nicht. Wie soll ich den denn kriegen? Ach so, vielleicht. Und jetzt? Es kommen noch mehr! Erwischt! Halt durch, ich gebe dir Deckung! Oh oh. Beeilung! Oh Gott, das ist so ein Typ in so einem Geschütz drin. Mohaha! Und na, der lebt ja noch. Ich dachte gerade, ich hätte ihn in der Fahrt erwischt. Hey, man sieht also. Was Hilfe, Cole? Ich finde, man sieht es gerade wirklich sehr, sehr schlecht. Das mag zwar realistisch sein, aber auch verdammt schwer. Ja, ja, ganz ruhig. Also, ich weiß nicht. Ich sehe die hier gerade so gut wie nicht. Das waren alle. Vorerst. Kannst du laufen? Gerade so, aber ich nehme mir ein Beispiel an dir und beiß mich durch. Ich weiß, dass du deinen Schreibtisch vermisst, aber du warst gut, Partner. Tja, wir sollten uns nicht auf die Schulter klopfen, solange wir nicht in Sicherheit sind. Ist auch mein Motto. So, ja, das sind wieder diese interessanten Statistiken. Oh, 726 Meter war der weiteste Treffer. Ja, nicht schlecht. So, sibirischer Sturm, die letzte Ölung. Gottes Willen. Diaz, ich fordere Medevac an. Nein, durch Langstreckenübertragung. Ja, durch Langstreckenübertragung. Achso, hier hängt's ja immer richtig. Hab ich ganz vergessen. Könntest du auffliegen? Außerdem, sie würden eh nein sagen. Schon mal das Wort entbehrlich gehört? Klar, wir sind hier nicht in einem schlechten Actionfilm. Wie wär's mit alle für einen? Halt dich an den Plan, finde Ulyanov und bring ihn zum Reden. Er ist ein harter Knochen, der nicht so leicht zu knacken ist. Diesmal musst du bei ihm einen Nerv treffen. Ich hatte Beweise, dass seine Kollegen ihn verarscht haben. Das ist ein Ass im Ärmel. Und dann der Tanker. Er wurde zur Kühlung benutzt. Wenn Testproben die Sabotage überstanden haben, werden sie dort sein. Ich kümmere mich drum. Halt dich bereit, wenn es hier richtig abgeht. Na, das hört sich doch sehr spannend an. Was uns hier noch so erwartet. Ich bin auf der Straße. Wie geht's dir? Musste lange keine Wunde mehr verarzten. Ich überleb's. Nächstes Ziel, ein Lager einen halben Kilometer nördlich deiner Position. Die Zahl der Patrouillen wird wohl zunehmen, also pass auf dich auf. Ich mach das schon. Wir halten vorerst Funkstelle und sprechen wieder, wenn ich dort bin. Die Framerate, die macht gerade ein bisschen zicken hier, habe ich das Gefühl. Ui, das sieht schön aus. Ich sehe schon den ersten Scharfschützen. Und wisst ihr was, ohne irgendwelche weiteren Befehle. Oh, war das clever? Oh oh. Kann es sein, dass ich mir gerade die ganze Kavallerie auf den Hals gehetzt habe? Die kommen hier gerade unten in Massen. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hierher. Hört sich auch fast so an. Na, kommt schon. Weh, die kommen von hinten. Exakt. Na komm. Wer hat noch Eier? Na komm schon. Die Leiche ist überhaupt nicht abschreckend. Ja, hör auf zu labern und komm her. Zeig dich. Mann. Da bist du ja. Den hätten wir auch.
Sie kommen aber irgendwie nicht mehr alle hierher. Oder überhaupt mal noch einer. Ja, komm schon. Wow. Wo denn? Ich höre nur Schritte und krieg Treffer ab. Wo rennen die denn rum, um Gottes Willen? Autsch! Ich sehe die gerade echt nicht. Bin ich blind? Lauf, ja. Wow, da unten. Huiuiui. Aua. Hä? Oh, das hätte ich mir jetzt denken können, dass das nichts gibt. Nun gut. Ich glaube, wir machen das Ganze in der nächsten Folge nochmal. Ein Lager einen halben Kilometer nördlich deiner Position. Die Zahl der Patrouillen wird wohl zunehmen. Ja. Also pass auf dich auf. Ja, wissen, ich mach das kurz, sonst labert er die ganze Zeit. Wir machen das in der nächsten Folge nochmal. Vielleicht warten wir dann mit dem Abknallen, bis wir den Befehl dazu kriegen. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye.